Heute schauen wir uns den neuen Ford Focus Active Turnier aus dem Jahr 2020 an. Der neue Focus steigt in die Fußstapfen seines sehr bekannten und erfolgreichen Vorgängers und macht, wie wir finden, dabei sehr viel richtig. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Video. An der Front gibt es viel zu sehen. Angefangen mit den breiten, langgezogenen Scheinwerfern, die den Ford fokussiert wirken lassen, über den modern designten Kühlergrill mit seinen optisch ansprechenden Seeelementen. Das Design ist durchwegs ansprechend und wirkt vollendet. Die zweifärbigen Kunststoffumrahmungen im unteren Bereich der Front umschließen die Nebelscheinwerfer. Es gibt jeweils zwei Diesel- und zwei Benzinmotoren zur Auswahl. Die Leistung der Benzinmotoren wird mit 125 PS beim 1 Liter EcoBoost Motor und mit 150 oder 182 PS beim 1,5 Liter EcoBoost Motor angegeben. Bei den Dieselaggregaten sind es entweder 120 oder 150 PS. Der Hubraum liegt hier bei 1,5 bzw. 2 Liter. Für alle Varianten gibt es ein manuelles 6-Gang-Getriebe oder ein 8-Gang-Automatikgetriebe zur Auswahl. Der Ford Focus Active beginnt bei knapp 27.000 Euro und so wie er hier steht, mit dem 2 Liter Diesel und 150 PS, kostet in der Active-Variante ein bisschen über 30.000 Euro. Der angegebene kombinierte Verbrauch liegt beim Diesel zwischen 3,6 und 4,6 Liter, beim Benziner zwischen 4,9 und 6 Liter. Wir haben bei unserem Test ca. 5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Durch die Linienführung und der Form der Seitenscheiben wirkt der Focus optisch flach. Innen ist er trotzdem geräumig, wie es sich für einen richtigen Kombi gehört. Die Kunststoffziehelemente, die bei der Active-Variante dazukommen, lassen den Focus unserer Meinung nach deutlich interessanter aussehen. Die Außenspiegel sind relativ klein gehalten, aber trotzdem hat er sehr große Spiegelflächen. Lackiert wird er serienmäßig mit dem Race Rot. Als zweite Standardfarbe gibt es noch Frost Weiß um 165 Euro. Weiters gibt es noch 7 Metallic-Lackierungen, die sich zwischen 580 und 910 Euro bewegen. Auf diesem Fahrzeug ist das Dynamic Blau um 744 Euro. Es gibt 8 verschiedene Felgen zur Auswahl, die entweder 16, 17 oder 18 Zoll haben. Auch am Heck setzen sich die durchgängigen Dekorelemente fort. Die Rückleuchten ziehen sich an der Seite relativ weit nach vorne, das passt jedoch unserer Meinung nach sehr gut zum Design vom restlichen Auto. Als Hatchback hat der Focus 392 Liter Kofferraumvolumen bis zur Rückbankoberkante und lässt sich auf 1350 Liter erweitern. Beim Turnier beläuft sich die Kapazität auf 635 Liter zur Oberkante und mit umgeklappter Sitzbank hat er 1650 Liter. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, dass die Rückfahrkamera nicht zentral positioniert ist. Das stört etwas in der Optik, aber sie bietet eine enorm gute Sicht. Im Innenraum finden sich moderne Funktionalitäten, die in einem ansprechenden Design verpackt sind. Unter anderem gibt es die induktive Ladeschale, Unterstützung für CarPlay und Android Auto und ein Navigationssystem. Das 8 Zoll Touchdisplay liefert ein scharfes Bild und reagiert gut auf die Eingaben des Benutzers. Mit dem Winterpaket bekommt man ein beheizbares Lenkrad und eine beheizbare Windschutzscheibe. Der Ford Focus wird echt komfortabel und auch auf der Autobahn kann man ohne Probleme längere Strecken zurücklegen. Das Lenkrad sieht jetzt nicht unbedingt extrem modern aus, aber es greift sich extrem gut an und alle Knöpfe sind gut erreichbar. Die Sitze sind vielleicht etwas hart, aber sie bieten einen guten Seitenhalt durch ihre eher sportliche Form. Beim Focus Active kann man zwischen 5 verschiedenen Fahrmodi wechseln. Normal, Eco, Sport, rutschig und unbefestigte Straßen. Wir finden, der Ford Focus ist wirklich gut gelungen. Besonders die Linienführung gefällt uns richtig gut. Das Blau, was wir haben, ist ein richtiger Eyecatcher und wir denken, dass er in den anderen knalligen Farben auch wirklich gut aussehen würde.
Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Falls ihr Fragen zu dem Auto habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Und damit bis zum nächsten Mal und ciao.